Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu The Witcher Wildheart ein weiteres Mal. Das achte Mal müsste es sein, um genau zu sein. Und ja, wir befinden uns immer noch in Toussaint und machen ein oder die andere Nebenquest. Jo, eigentlich kommen wir ziemlich weit bis jetzt. Was? Ich meinte, wir sind eigentlich schon ziemlich weit bis jetzt. So, das müsste passen. Und wir machen gerade ein paar Missionen für den königlichen Kammerer, ein paar Rittermissionen, in der Hoffnung, irgendwo die Tapferkeit abzubekommen, die uns noch fehlt, um dieses legendäre Schwert aus dem See fischen zu können. Was mich sehr interessiert. Zum einen, weil ich denke, dass die Waffe nicht übel ist. Und zum anderen, um dann dementsprechend das andere Großmeisterschwert schmieden zu können. Sobald es mal fertig geladen hat, gucke ich mal nach, wie weit dieses Schwert eigentlich ist. Ehrlich gesagt, also quasi unsere alten Schwerter, das Stahl- und das Silberschwert der Katzenschule. Weil mir kommt gerade, vielleicht ist es ja auch erst. Einen kurzen Schluck getrunken. Überlegen und nicht meisterlich. Mal gucken. Nein, meisterlich. Meisterlich. Gut. So, eigentlich. Oh, Hundepetersilie. Ein Leckerchen. Da geht er Beweg hin. dich. Die Person, die wir befreit haben. Und ich kann mich irgendwie an den Stil immer noch nicht gewöhnen. Der Großmeister Katzenrüstung, ehrlich gesagt. Naja. Oh. Gut. Ritter zu Diensten. Wir müssen einmal nach Norden. Und ich würde sagen, wir tun auf dem Weg das Anschlagbrett dieses Dorfes mitnehmen tun. So. Ja. Ich Los, weiß los. nicht, wie es bei euch war, aber nach so einem schönen Tag wie heute spiele ich das doch gleich noch lieber. Eine Brücke. Weil ich spüre die Hitze immer noch auf meiner Haut. Wupp. Fast am Dorf entlang geritten. Was ist das denn hier? Sehen aus wie Ruinen. Oh, eine Todesfee. Die muss jetzt nicht unbedingt sein. Und wir müssen einmal meditieren, sehe ich gerade. Leute, bei euch ist eine Todesfee in der Nähe. Wow. Was ist denn das? Sieht aus wie ein. Was zur Hölle ist hier passiert? Aber wirklich? Oh je. Hier ist einiges los. So, was haben wir denn hier? Was sind denn das für Geschöpfe? Nee. Nekrophagen, glaube ich, sind das, oder? Ja. Ich glaube schon. Dann tun wir einmal das Nekrophagenöl drauf. Wempe, ne? Da. So. Das müsste es ein bisschen erleichtern. Dann behämmert euch Ghouls. Alter, was ist denn hier los gewesen? So. Dann würde ich sagen, wir räumen hier mal kurz auf. Wow. So. Oh oh. Weg mit deinen Stacheln, ekliges Mistviech. Ha.
So schaut's aus. So, wir haben mal kurz aufgeräumt. Giftextrakt. Na, Strawberry Ritzenwilli, ich grüß Ich dich. muss mich umhören. Die Leute hier wissen vielleicht mehr. Die Leute. Schön, dass du wieder da bist. So, was haben wir denn hier? Nichts von Wert. Na gut. Die Leute hier wissen vielleicht mehr. Es ist doch absolut niemand hier. Aha. Ich hoffe, heute nicht wieder Gartenarbeit gemacht, weil heute ist es tatsächlich noch heißer gewesen wie gestern. Also zumindest. Ups. Bei mir hier in der Nähe. Nastrovje. Nicht übel. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Na. Mädels können mich gar nicht erwarten. Ja, Kollege, Hey! Willkommen! sag mir mal lieber, was hier los war. Alles klar. Na? Ich habe gerade keine Zeit. Aha. Tief im dunklen Wald Oh, verbrannt wie geht der das? Braunbär gerade Warum denn den Frack verbrannt? Da stellen sich mir direkt zwei Fragen. Warum ein Frack und warum verbrannt? So, wir sollen Leute fragen und die brabbeln einfach nur unverständliches Zeug vor sich hin. Oh, oh. Oha, das war knapp. Oh ja, ich auch ein bisschen. Nein, Gerald, spring nicht. Du weißt genau, das ist der Neffe des Verse. Jo, ein bisschen. Oh, jo. Das ist natürlich suboptimal, sage ich mal. Obwohl ich auch ziemlich rot bin, ehrlich gesagt. Aber gewollt. Eigentlich, naja, gewollt ist gut. Wie man es nimmt. So halb. Was ist denn da? Na gut, ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal ziemlich schnell. Ich gucke jetzt mal hier rein. Da ist nichts. Gut, wir müssen hier eh nicht hin. Also einmal unser Pferd. Oh, das kann wohl da nicht runter, na schön. Renn, Gerald, warum hat der bei so einem Wetter so eine Kapuze auf? Gut. Ah, oh, das ist bitter. Das ist nicht ganz so gut. Ziemlich unangenehm. Ich habe Glück, weil die Mücken, die stehen eher auf das Blut von meiner Freundin. Mach langsam. Da bin ich dezent verschont. Das ist nicht so schlecht. So, einmal hier hoch. Ja, Pferd, kommst du hoch? Aber nicht unbedingt im Galopp. So. So, wir müssen doch eigentlich fast da sein. Den Donnerstag gut geschafft. Das Wochenende steht doch eigentlich so gut wie vor der Tür. Das Wetter ist bzw. war schön. Oh. Na, dann gehen wir doch mal gleich helfen. Na, Banditen. Na. Au. Oh, weg von dem Fass, Ritter. Na? Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Kein Bald gibt Problem. es Hexer und Ritter nur noch im Märchen. Da hat er gar nicht mal Unrecht. Das ist hier eh so. Wärst zuverlässiger Die Freund? Geschichte wird von denen geschrieben, die Helden aufknüpfen können.
Buklor-Satteltaschen. Aber leider wieder nicht die Tapferkeit erhalten. Das gibt es doch nicht. Pferd. Aber bevor wir weiterreiten, ne? Da wird einmal die Schwalbe eingeflößt. Ne? Weißt du, eingenommen? So. Sind die Tränke wieder aufgefüllt. Das müsste normalerweise ausreichen. Ja, aber ohne Spaß. Das ist. Mir kommt es sofort, dieses. Also normalerweise ist. The Witcher. Ziemlich düster gehalten. Also. Ja, könnte man eigentlich schon so sagen. So. Und rabiat, ne? Und das hier ist so malerisch und total kitschig gehalten. So wie das gerade der erfahrene Ritter gesagt hat, so wie man es halt aus Heldensagungen oder sowas hört oder aus Geschichten mit edlen Rittern oder so. Das ist in dem Hauptspiel überhaupt nicht so. Na, was haben wir denn hier? Ein Bandit. Was? Ich box dich! Nein, der wehrt sich. Na gut. So. Na. Runter von deinem Ross. Auch so im Kreis zu reiten. Also geht doch. Oha, das könnte jetzt ein bisschen anstrengend werden. Da sind, glaube ich, einige hier. So, dann mal her mit euch. Bah. Bogenschütze. Bogenschütze immer zuerst. Der stirbt mich jedes Mal beim Kampf ziemlich. Ja, genau. Bah. Das sind alles hier Nebenquests immer noch, die wir machen. Au, die wie ich mache, ja. Sobald die Schwerter aufgerüstet sind. So, na, die gehen eigentlich. Sobald das Schwert aufgerüstet ist. Na, komm mal her. Da wird sich an die Hauptquest rangetraut. So, Bandit, gesterben. So ist es. Aber ich würde schon noch gern wissen, was es mit diesem Schwert auf sich hat. Was es im See verborgen wird, auf dem man nur laufen kann und nicht schwimmen. So, Kollegen. Au. Noch ein Bogenschütze irgendwo. Ja, zwei Stück sogar. Oha. Au. Aber das Quenchschild haut ordentlich. Näh. Oh oh. Jetzt noch mal kurz einen Abflug. So, bei dem Haufen machen wir ein bisschen mehr Power. Au. Oh oh. Oh 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 oh. Boah, alter Schwede, was ist denn hier los? Wäh. Wäh. So. Alter, was für ein Haufen. Und das Schwert geht dabei auch noch zu Bruch. Na, wunderbar. Oh, oh. So. Okay, mal kurz das Schwert reparieren. Aber sowas von. Auch wenn es ein ganz schöner Haufen Halunken ist, ehrlich gesagt. Für ein Schwert. Aber wir haben ja zum Glück was zum Reparieren dabei. Das Gesellen-Waffenreparatur-Set müsste es eigentlich tun. So, jetzt her mit euch. Edlen. Edlen? Was sag ich denn da? Uah. Widerliches Gesocks ist eigentlich das, was ich eher sagen wollte. Uah. Boah, alter Schwede. Was? Du nennst mich nicht Hurenreiter. Du bist hier der Hurenreiter.